Und ich plane jetzt noch meine Woche zu Ende. Sogar deine Mama. Das Briefing durchlesen werde mir jetzt. Und ich mache mir auch schon mal Gedanken, was für Videos ich jetzt als nächstes machen kann. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich einfach nicht mehr weiß, was ich machen soll. Diese ganze Situation regt uns alle auf und ich war eine Zeit lang echt produktiv und auch organisiert mit Videos und so, aber irgendwann ist auch ausgelutscht irgendwie und ich weiß nicht. Also ich habe gerade auch schon auf Instagram gesagt, dass das irgendwie alles nicht so das Wahre gerade ist. Also mir geht's gut, ich bin happy, aber mir fehlt so diese Kreativität, mir fehlt dieses Rauskommen, inspired sein, Sachen tun und so. Und ich dachte mir, vielleicht mache ich jetzt einfach mal einen Vlog, um mich nochmal so ein bisschen zu organisieren und einfach so Sachen zu erledigen und Sachen, die ich aufgeschoben habe. Ich habe schon richtig viel gestern aufgeräumt. Gestern habe ich so einen kompletten Aufräumtag gemacht, euch das auf YouTube überall gezeigt. Heute würde ich jetzt noch ein paar so einzelne Sachen einfach wegmachen, damit die endlich mal weg sind. Und dann vielleicht nochmal ein bisschen einkaufen gehen. I don't know. Einfach so ein bisschen so Sachen machen, die wir vor uns herschieben, so Kleinigkeiten wie Pinsel waschen und sowas. Deswegen werde ich euch da heute jetzt mitnehmen und ich muss heute auch unbedingt Steuern machen. I hate it so much. Aber ja, muss gemacht werden. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Vlog und ich sehe gerade, die Kamera ist leer. I'm well prepared. So, ich mache einen kleinen Trip jetzt mit Sky zu ein paar Geschäften. Ich war zum Beispiel noch gar nicht, jetzt wo so ein paar Läden wieder offen haben, war ich gar nicht in ein paar irgendwelchen Läden, außer in DM oder sowas. Aber wir gehen mal zu Zara, mal gucken, was da für eine Schlange ist. Einfach wieder so ein bisschen normale Sachen tun. Vielleicht hilft es mir so ein bisschen, wieder inspiriert zu sein. Ich weiß nicht, ich will jetzt einfach mal so normale Sachen machen. Außerdem muss ich nochmal zu DM, um Seife zu holen. Also Zeug. Ja, we will see. We will see. Einfach ein bisschen auch rauskommen. Ist voll der schöne Tag heute, aber irgendwie fühle ich mich nicht so und ja, ich will es auf jeden Fall mit euch teilen. Vielleicht ändert sich ja der Tag noch ins Positive. Also was heißt positiv? Das ist jetzt nicht, dass er negativ ist, aber einfach so ein bisschen more fun. Und ja, ich werde jetzt coole Musik anmachen und was tun. Was hören wir denn jetzt hier für eine Musik? Hm? Irgendwas Motivierendes. Was ich cool finde, ist von Regard und Ray, Secrets. Ich hasse Fahrradfahrer. Das ist auch ein sehr motivierendes Lied. Können wir mal darüber reden, dass so viele große Männer in Smart-Autos fahren? Also, ich find's irgendwie voll ironisch. Okay, so große, starke Typen und dann sitzen sie in einem Smart. Finde ich irgendwie geil. Wisst ihr, was auch richtig krass ist? Ich habe dieses eine blaue Geschirr mit diesem Blümchen für Sky. Das ist ihr einfach zu klein. Das ist ihr zu klein und sie kann es nicht mehr tragen. Bin richtig sad darüber. Aber ich habe letztens bei Amazon noch 3 bestellt. Und die müssen jetzt eigentlich heute ankommen. Dann zeige ich euch einfach mal, was ich für sie so bestellt habe. Ich habe eigentlich jedes Geschirr bei Amazon bestellt. Ich habe ihr 1-2 Fressnapf geholt und ist ihr viel zu groß. So, ja, kein Plan. So, was hören wir jetzt? Bei dem Lied bekomme ich so Bock auf Feiern, Alter. Wieder moven. Das ist auch episch, dieses Lied. Ich schwöre, du hast uns zerstört, yeah. Snoopy, wir sind gleich da. Für mich bist du ein sogar deine Mama fragt sich schon, ey, was bist du für ein du hast es verdient, fick nicht mit Celine. Du hattest recht, ich bin crazy.
Boah, ich merke jetzt schon, wie ich viel bessere Laune habe. Vielleicht muss ich nächstes Mal einfach in mein Auto steigen und losfahren. Geht auch aufs Gas. Fahr mit scharf getönten Scheiben durch die Nacht. Rückwärts einparken. Wunderbar. Gut im Rückwärts einparken, Leute. Just saying. She good. So, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal gehypter als vorher. Bibi, bist du auch gehypt? Snoopy? Okay, wie geht's so aus? Komm, Bibi. Erstmal schön die Maske im Auto vergessen. Komm, Bubu. Zeit für den Kampf. Gepinkelt. Zum Glück waren die alle ganz nett zu dir. Anderen schwarze Schuhe können wir so, okay, fuck, ich zieh einfach alles an. Ich nicht mit dem Arm an den Füßen oder so. Ui, ui, ui. Wir sind back. Üff, Alter, es ist so anstrengend gewesen. Sie hat erstmal in Zara reingepinkelt. Da mussten wir auch vor lange warten, bis wir im Zara drin sind. Mit so vielen Leuten hat sie gespielt. So viele waren in sie verliebt und meinte, ui, Sisi. Ja. So viele Leute lieben dich, Bubu. War ich noch bei Hunkemöller. Ich habe ein paar coole Sachen gefunden. Ich habe mir auch Blumen geholt im Endeffekt. Also das erste richtige erledigt. Self-treat, in the right mood kommen. Jetzt kann ich nach Hause gehen, ihr Essen geben, dann entspannt meine Sachen umstellen, ein paar Sachen noch aussortieren. Pretty successful. Ich bin in einer guten Mood, deswegen ich habe mir noch einen Starbucks geholt. Komm, Boys, wir gehen jetzt nach Hause. Ich habe es gerade ihr Essen gegeben, aber ein Paket ist angekommen und zwar neues Futter und Leckerlis für Sky. Alles zum Beispiel hier auch für, wo steht's jetzt? Ideal für allergische und ernährungssensible Hunde. Und Frenchies sind ja sehr sensibel. Und wir haben hier auch Nassfutter. Ihr Trockenfutter ist nämlich leer geworden und ich habe, bevor ich das Paket bekommen habe, noch ein paar andere Dosen geholt. Nassfutter, das verträgt sie viel besser, deswegen bin ich mal richtig gespannt, wie sie die hier findet. Die sind von Pets Daily und auch die Leckerli. Ich habe ihr gerade schon eins gegeben, aber komischerweise hat sie nur drauf rumgeleckt und es wieder ausgespuckt. Ich glaube, weil die zu groß sind oder zu hart sind. Aber ich bin mal gespannt, wie sie sie so allgemein findet, weil, wie gesagt, Frenchies sind mega sensibel und ich habe ihr Leckerlis immer gegeben, ihr Trockenfutter. Aber sie bekommt jetzt halt Nassfutter und das finde ich als Leckerli immer so ein bisschen eklig. Deswegen finde ich das ganz gut, dass man hier jetzt so Alternativen hat und mal gucken, wie sie es findet und verträgt. So, ich habe mir jetzt eine Jogginghose angezogen. Ich bin irgendwie dick, die Kopfschmerzen. Ich habe definitiv zu wenig getrunken. Also allgemein trinke ich in letzter Zeit viel zu wenig. Da war ich letztes Jahr echt besser mit. Aber ich habe hier jetzt so ein paar Sachen, die ich aufräumen werde. Ich filme jetzt auch mit meinem Handy. Ich habe meine Kamera im Auto vergessen, but I can't be freaking bothered, nochmal runterzugehen. Deswegen werden wir das jetzt hier auf meinem Handy machen. Thank you.
ich habe hier das meiste jetzt aufgeräumt. Die Flaschen nehme ich gleich mit nach unten. Und das sind Sachen, die ich aussortiert habe, wo ich gucke, ob Freunde von mir das haben wollen oder nicht. Deswegen dachte ich das erstmal so, oder? Und ja, das ging eigentlich relativ flott. Ich finde immer, wenn du was aufräumen musst, es dauert nie lange, aber man hat nie Bock, sich so dazu zu bewegen, es zu tun. Aber ich habe es jetzt getan, auch hier zum Beispiel Stange dahin gemacht und das da, weil hier unten die Steckdosen sind, also ist mit dem Tisch besser. Und ja, ich würde sagen, das war pretty accomplished. Und um die Sachen kümmere ich mich später. Jetzt muss ich erstmal Steuern machen. So, hab jetzt Steuern gemacht and I actually just feel like sleeping. Like you. Sleeping like you, Dudu. I'm so freaking tired. This is not even funny anymore. So, Sky ist oben am Schlafen. Und da wir jetzt eh trainieren wollen, sie mal ein bisschen alleine zu lassen, werde ich mir jetzt was zu essen machen und was trinken. Ich mache mir ein Cheese Toast. Erstmal eine Scheibe Toast toasten. Wir haben so einen Bäcker, der macht immer so ein großes Toast. Finde ich viel geiler als diese fertige Toast. Und ich mache mir auch schon mal Gedanken, was für Videos ich jetzt als nächstes machen kann. Ihr habt mir richtig viele Sachen geschrieben. Was ich richtig cool finde, ist Fragen getrennt mit Doja beantworten. Muss mal gucken, ob, wie wir die Fragen aufteilen und so. Aber ich glaube mal, das ist eigentlich ganz cool. Und da ich mir heute wirklich nur Cheese Sandwich mache, nehme ich einfach Käse und mache den da drauf. Und dann kommt es in die, oh mein Gott, in die Mikro. Und damit gehe ich jetzt mal hoch. Mal gucken, ob Sky wach ist. Hi. Hi, Bibi. Warst du so brav? Warst du so brav? So, und ich plane jetzt noch meine Woche zu Ende, damit ich weiß, was so noch ansteht. Ich habe so einen Kalender und da kann ich auch immer pro Tag was hinschreiben. Ich finde sowas immer mega wichtig. Yes. Und dann schreibe ich immer auf, entweder einen Tag vorher, was ich für den Tag geplant habe, oder morgens mache ich das immer. Und ich mache das nicht daily, also ich versuche es daily zu machen, aber ich kriege es irgendwie nicht immer hin, weil ich nicht immer so motiviert bin und daran denke. Aber das ist voll der gute Tipp, um mal so grob die Woche zu planen. Was steht zum Beispiel Freitag an, Sonntag, wie auch immer. Damit man so ungefähr weiß, was muss die Woche erledigt werden und so weiter. Und ich wollte eigentlich noch einen Pinsel waschen. Dann will ich jetzt meinen Toast essen. Und dann gucken wir mal, wie weit es ist. Weil es ist noch nicht so kritisch, dass ich sage, boah, ich muss unbedingt Pinsel waschen. Weil ich bin leider auch so ein Opfer. Ich wasche Pinsel erst dann, wenn es unnormal nötig ist. Not saying that this is the best, but yeah. Und was ich auch voll gern mache, ist nach Wohnungen schauen. Das heißt, ich werde jetzt mein iPad holen, Gossip Girl schauen und mir Wohnungen angucken. Einfach zu gucken. Einfach zu gucken. Claire Cornelia Walter. Wir haben kurz vor 8, ich bin um 6:45 ungefähr aufgewacht und ich dachte mir, weil der ganze Vlog ja so produktiv sein soll und ich immer meine Tipps euch geben soll und allgemein so ein bisschen darüber spreche, dachte ich, mache ich den morgen noch dazu, weil der gestern gefehlt hat und ich gestern null motiviert war. Ich bin heute aufgewacht, bin viel glücklicher und viel motivierter, deswegen juckt es mich in der Nase. Deswegen dachte ich, dass ich euch den Morgen auch noch zeige. Also wir haben jetzt kurz vor 8, ich war mit Sky draußen, ich habe mein Gesicht gewaschen, Zähne geputzt, mein Gesicht gepampert. Und jetzt hilft es mir halt, dass ich alles in mein Notiz-Organizator-Buch geschrieben habe. Und dann gucke ich halt,
was ich alles für den Tag heute machen muss. Ich muss bis 13 Uhr an etwas arbeiten ungefähr und dann habe ich heute noch, nee, das ist ein anderer Tag, dann bin ich heute Abend essen wir dann und ich habe noch eine Story, die ich machen muss, also werde ich, glaube ich, mit der Story anfangen, werde mir jetzt das Briefing durchlesen, werde mir jetzt die Sachen alle zurechtlegen. By the way, es sind Bomb-Produkte, es geht nämlich um, ich kann es ja schon sagen, Art Deco Bronzer, den habe ich ganz, ganz oft in meinen Videos benutzt, aber nicht richtig gezeigt, weil das hätte eigentlich schon vor Monaten raus sein sollen, aber durch Corona wurde das alles verschoben und ja, die Produkte sind wirklich Bomb, komm, ich kann es mal zeigen. Das Design müsste euch bekannt vorkommen, weil ich den wirklich sehr, sehr oft benutzt habe. Genauso wie diesen Blush. Der ist so wunderschön. Habe ich auch sehr, sehr oft benutzt. Den Highlighter eher weniger, aber der ist auch richtig pretty. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, solltet ihr mir auf Instagram folgen. So Leute, ich komme jetzt zum Bronzing-Teil. Ich benutze diesen neuen... So, kommen wir zu meinem Favorite Part. Bronzer. Ich benutze den hier von Art Deco. Ich finde den so geil, weil der drei verschiedene Farben hat und man dadurch einfach das perfekt. So, kommen wir zu meinem Favorite Part. So, die Story ist abgedreht und auch schon gepostet. So sieht mein Make-up bisher aus. Ich werde es jetzt nochmal zu Ende machen und euch dann auch das Endresultat zeigen. Aber ich kann euch nur sagen, it's not sponsored. Die Produkte sind wirklich einfach der absolute Hammer. Wenn ihr mich fragt, was ich am geilsten finde, Bronzer, dann Blush und dann Highlighter. Aber die Kombi vor allem, alles zusammen, sieht einfach so gut aus. Wirklich. Ich kann es nicht genug sagen, dieser Bronzer ist essential. So, Make-up ist done. Bobo kriegt jetzt Essen. Ja, wir gehen jetzt runter. Dann gibt es Essen, Schatzi. Ich werde es mal aufnehmen, wie sie sich immer freut, wenn sie ihr Essen bekommt. Schaut mich an. Schaut mich bitte an. Ich bin jetzt fertig mit Work. Es hat so viel länger gedauert als 13 Uhr. Wir haben jetzt 17 Uhr. My Hirn is dead AF. Also es ist im Moment sehr schwer für mich, alles so zu teilen und zu managen. Für YouTube, für Insta, für Behind-the-Camera-Stuff, Sky, Privatleben... Uff, wirklich. Ich habe gerade eine sehr süße Nachricht bekommen. Was denn? Ab, 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 ab. Ab. Atsch. 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 Guck mal, willst du dem Hallo sagen? Guck mal, hallo. Bist du ein braves Baby? 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 Ich habe Sky auf jeden Fall jetzt gefüttert. Und wir haben jetzt ein bisschen Me-Time zusammen. Und ich werde jetzt auch gleich nochmal was kochen. Mit Kuchen. Und dann ist auch schon der Day over. Heute hatte ich wirklich nur zwei große Goals. Ich hatte die Story und diese lange Sache, an der ich gesessen habe. Ja, manchmal. Ich habe gelesen, dass man sich am Tag nicht mehr als drei Sachen auf die To-Do-Liste schreiben sollte. Ansonsten enttäuscht man sich nur selber und man kriegt die meisten Sachen nicht hin. Was ich understande. Aber manchmal hat man so Sachen, die man einfach machen muss. Ne, Dodo? Die muss man einfach machen. Manchmal kommunizieren wir auch.
Die Leute denken, wir sind Pfeifen, Bubu. Die denken, wir haben sie nicht mehr alle, Dudu. Ja, wieso bist du so süß? Hm? Und bist du so süß, Dudu? Hm? Wieso bist du so eine süße Maus? Ich hoffe, der Vlog hat euch ein bisschen entertained und ich hoffe auch, dass er ein bisschen motiviert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt immer noch nicht so, als wäre ich krass motiviert, weil ich bin heute um, wie gesagt, 5:45 aufgestanden und um 1:30 schlafen gegangen. Meine Kamera ist schon wieder am Blinken. Deswegen muss ich sagen, ja, Sky, genauso fühle ich mich. Trotzdem hoffe ich, dass er euch ein bisschen motiviert hat, euch gute Laune gemacht hat. Und wir sehen uns ganz, ganz sicher in meinem nächsten Video. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis dann. Bye.